Hallöchen und herzlich willkommen zu einer erneuten Runde Final Fantasy VII auf dem Kanal von Rockkartoffel LP. Dabei ist der Korrel P100 und der sagt jetzt Hallo. Hallo. Genau. Wir haben in den letzten zwei Folgen schon, wir waren in diesen letzten zwei Folgen schon hier in diesem Dorf und wir haben Yuffie verloren, denn die hat auch unsere Substanzen gestohlen. Die hat sie gestorcht. Gestorcht hat sie die. Hier waren wir falsch. Wo war es nochmal? Falsch. Falsch. Wir sag nochmal falsch, bitte. Falsch. 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 Da waren wir falsch. Hier war, glaube ich, irgendwas. Yuffie, die Substanzendiebin, die hat bestimmt nur böse Absichten. Oh nein, noch mehr sonderbare Typen. Nein, sie sehen nicht so aus wie die, die vorher da waren. Aber sie sehen auch sonderbar aus. Liebe Leute, darf ich vorstellen, Yuffie. Oh, woher wusstest du das denn? Ah. Wie schnell geht die denn ab? Ah, die ist ein Ninja, die kann so schnell laufen. Ninja. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Okay, alles gleich. Alles super. Ich krieg das hin. Jetzt müssen wir die jetzt einfach zu Tode suchen. Verstehe ich das richtig? Das ist ja doof. Bestimmt ist sie jetzt da. I don't think so. Nee, da hinten, das ist auch eine Katze. A cat. Sind diese Affen kotzen? Ich liebe es, wenn du das Affe. Wie macht man das eigentlich? Da muss man einfach die ganze Zeit irgendwie... Du musst bellen. Du musst dir vorstellen, du bist eine Mischung aus Bauer und Hund. Dann bist du oberpfälzischer Dialekt, hast du den richtig gut drauf. Bauer und Hund. Souvenir, wie macht Kassenschwur? Liebe Kassimmel. Sacre. Probierst. Ey, das war geraten. Da scheint aber irgendwer drin zu sein. Das gibt's doch nicht. Wieso wackelt denn diese Vase von ganz allein? Oh mein Gott. Eingekesselt. Oh oh. Do it off. Kublansk. Nochmal. Oh, guck mal, da ist sie. Fang sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Packt sie. Und jetzt haut sie bestimmt irgendwie ganz einfach ab. Gib auf, Yuffie. Du bist Yuffie. Okay. Ich weiß, ich hatte Unrecht. Du hast gewonnen. Ich gebe dir deine Substanzen zurück. Gib her jetzt den super tollen Shit. Warum darf sie jetzt vorne gehen und wird nicht mehr eingekesselt? Jetzt haut sie... Oh, keine Ahnung, nein. Oh my fucking God. Das... Oh, was... Hä? Warum gehen die jetzt da rein? Das ist ja... Och, das ist ja jetzt langweilig. Ach so, weil da ja Elena drin sitzt, genau. Deine Berichte trafen also zu. Er macht hier tatsächlich Ferien. Endlich haben wir ihn gefunden. Hol die Turks zur Unterstützung. Was für ein Ärger. Antlitz. Schön, also laut. Was war das? Wir haben dienstfrei und können nicht einfach loslaufen, um euch zu helfen. Wir wissen, dass ihr dienstfrei habt, aber... Nun ja, Wenn du das weißt, dann lass uns in Ruhe. Dich anzugucken, nüchtert mich echt aus. Wieso sprichst du Reno plötzlich so? Den hast du doch mal ganz normal gesprochen. Nee. Doch. Ich glaube, Reno... Zeng hast du Reno mit dem komischen Mafia-Gedöns. Habe ich die nicht beide so gesprochen? Nein! Shit! Befehl vom Hauptquartier. Ihr müsst auch nach ihm suchen. Wer ist denn das jetzt hier? Ist das jetzt Rocky gemeint, oder wie? Okay, das reicht. Wir kriegen ihn auch ohne die Turks. Ihr werdet schon sehen. Werden wir das? Erst in der nächsten Folge von Let's Play... Nee. Und glaubt bloß nicht, dass die im Hauptquartier davon nicht erfahren. Soll ich dir ein Taschentuch mitgeben? Reno! Glaubst du wirklich, dass das eine gute Idee war? Ich meine, würde ein professioneller Turk so reagieren? Elena, versteh mich nicht falsch. Jetzt rede ich ihn nochmal, merkst du? Ja, ja. Ein Professioneller opfert sich nicht für seinen Job, das tut nur ein Narr. Rude? Rude? Also das nehme ich dir nicht ab. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüssen.
Entspann dich, sie ist kein Kind mehr. Lass sie einfach machen. Jo, wird schon nichts Schlimmes bei passieren. Genau, die kriegt das schon hin. Hauptsache, niemand verliert ein Auge. Ich weiß, die Substanz stimmt. Ich habe sie an einen sicheren Ort untergebracht. Folgt mir. Ich glaube, ich weiß schon wo. Ah, nee, doch nicht. Gut, wenn sie da unten rausgeht. Nee, nee, dann doch nicht. Da weiß ich doch gar nichts. Hast du gedacht, unter ihrem Bett, oder? Nö. Gibt's hier irgendwas Spannendes? Ich glaube nicht. Nothing in the slightest. Nothing? Was bist denn du für einer? Da gibt's hier überall gar nichts. Ist das hier so ein Ninja-Trainingslager? Yeah. Lass mich spielen. Ich will so spielen. So wie Matrix. So ein Raum, der sich immer verändert. Das höre ich schon, seitdem ich klein war. Was, so ein Raum, der sich immer verändert? Oder dass es hier aussieht wie Matrix? Ja. Bevor ich geboren wurde, lebten viele Leute in Wutai. Und es war ein wichtiger Ort. Du hast gesehen, wie es aussieht. Ich war nur ein Urlaubsort. Nachdem wir den Krieg verloren hatten, kam der Frieden. Aber damit verloren wird was anderes. Sieh dir Wutai jetzt an. Deshalb, wenn ich viel Substanz hätte, könnte ich... Es tut mir leid, Yuffie. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber wir brauchen unsere Substanz auch. Wir können sie dir einfach nicht überlassen. Bitte verstehe doch. Ich weiß, das weiß ich. Der Schalter, Ebelings, Substanz, da drin. Was geht denn mit dir ab? Ja, Schnüff und Hicks, das muss man halt richtig machen. Hast du gerade in den Popschutz reinge... Naja, okay, nee, ist okay. Linken Hebel umwerfen. On. Umwerfen. Bongs. Forest. Wow. Ich hätte den rechten umwerfen sollen. Vertrau niemanden einfach so. Bist du ein Delfin? Nein. Die Substanz gehört mir. Pech. Toll, wie... Du willst eine Substanz? Such sie doch selbst. Ja, das stimmt. Und wenn du nach Substanz suchst, denk dran, du musst sie stehlen. Hä? Klappt's? Hab dich! Toll. Na super. Die deutsche Übersetzung ist der absolute Vollburner of the World. Echt? Was würde denn sie sagen, wenn es Englisch wäre? Boah, frage nicht, wie das jetzt sinngemäß im Englischen klang, aber... Ach so, das passiert einfach mit beiden, oder wie? Ja, ja, das ist geskriptet, das passiert auf jeden Fall. Ist ja langweilig. Ihr ja. Noch! So. Dieses Ding auf dem Boden, das, was eigentlich ein Gefäß sein sollte, erinnert mich gerade irgendwie an so ein Gesicht auf Facebook. Egal. Duckface? Nee, ich glaube, das muss ich einfügen. Ich weiß nicht. Jetzt sind wir ja hier drin. Lol, da konnten wir doch vorher nicht rein. Oh my god. Können wir da jetzt immer rein, wenn wir rein wollen? I have no idea. Wo ist sie denn hingelaufen? Suchen wir sie doch einfach mal. Bestimmt ist sie wieder beim alten Mann hinter der... Wie nennt man sowas? Hinter dem Pavillon oder wie man sowas nennt? Meinst du? Hinter dem Roundtiler? Nee, da scheint sie nicht hinten dran zu stehen. Schade, ne? Es ist echt schlimm. Richtig, richtig schade. Wer ist bis jetzt dein Lieblingscharakter bei Final Fantasy VII? Rocky. Sicher? Nee. Cloud? Wen findest du am coolsten? Lass mich kurz drüber nachdenken. Ah, nee, den haben wir. Der verkauft uns einfach nichts. Ich will was von dem haben. Lass mich kurz überlegen, was wäre denn mein Lieblingscharakter ist. Also da wären ja ziemlich viele eigentlich zur Auswahl. Ja. Bisher. Es kann auch einer von den Bösen sein. Also allgemein alle Charaktere, ja, die vorkommen. Achtung, knarzen. Zum Beispiel Belfa LP, der liebe Typ, der da mal dabei war. Dem hat ja zum Beispiel, sein All-Time-Favorite war ja zum Beispiel Sephiroth. Ja, allerdings. Sephiroth is the beast. Ja, dienstfrei. Ich habe keine Lust mit euch zu trinken und sprecht mich nicht an. Okay, gut. Ist der also the beast? Sephiroth ist einer der besten Villains, die je in der Videospielgeschichte erschaffen wurden.
zum einen extrem mächtig ist, zum anderen von extremem Hass getrieben wird, aber dahinter steckt ja eine ganz traurige Geschichte eigentlich, ne? Deswegen ist der so schön tief. Ganz im Gegensatz dazu, by the way, Fun Fact, Final Fantasy VI haben auch wenige durchgespielt, hatte eigentlich noch größeres und umfangreicheres Storytelling als Final Fantasy VII. Und da war es so, der Bösewicht, der Totale in diesem Spiel, hatte tatsächlich überhaupt keine Beweggründe. Der wollte bloß alle tot und die Welt brennen sehen. Das war schon wieder so speziell und so anders, dass sogar der sehr im Gedächtnis hängen bleibend ist. Weil der tatsächlich bloß völlig verrückt war. Der wollte einfach alles kaputt, inklusive sich selbst, weil völlig egal, alles tot. Und das gibt's ja auch selten im Gegensatz. Also es wird ja heute immer versucht, irgendeinen Grund dafür zu finden, dass irgendein Objekt der Begierde oder grenzenlose Macht oder eine schwere Kindheit oder was weiß ich. Und der war halt so das genaue Gegenteil von Sephiroth. Sephiroth war halt immer so eigentlich so ein tragischer Bösewicht. Ja. Es wird dann noch viel schöner beleuchtet in Final Fantasy VII Crisis Core auf der PSP. Schleichwerbung. Jetzt kommen wir wieder zurück zu der Frage von dir, welcher ist denn jetzt mein Lieblings? Also ich würde nicht sagen Sephiroth. Na gut, er ist schon cool, ja, okay. Aber ich würde nicht sagen, dass er mein Lieblingscharakter ist. Da unten war ich schon. Hier, der Typ liegt gar nicht mehr da. Wo sind die denn alle hin? Und was hat das verdammt nochmal mit diesem Raum auf sich? Wir werden es herausfinden in Galileo Mystery. Ja, Charakter. Boah, Alter, du fragst mich Sachen, ey. Naja. Wer ist denn Tifa? Rocky, Barrett, Kate Sith, Sid. Also, ich kann dir den Charakter sagen, der mir am meisten Spaß macht für Synchronisieren, das wäre Sid. Sid, okay. Und einfach so, wenn du jetzt wählen müsstest, aus dem Bauch raus, wenn du sagst, hey, wählt einen von den Final Fantasy VII Charakteren, was machst du dann? Ich glaube, Barrett. Barrett, okay. Was ist das jetzt? Lass uns gehen, ich sagte, lass uns gehen! Was ist das jetzt? Ich habe nicht gewusst, dass es hier unten eine Tür ist, ne? Das war einfach so. Intuition. Ja. Weiblicher Urin. Hey, wer denkst du? Was machst du? Idiot! Warum Barrett? Nun ja. Oh, du bist... Was bist du? Wer sagt das jetzt? Oh! Oh! Ein schwangerer Weihnachtsmann. Tatsächlich. Ah ne, das ist doch der Don, oder? Ja. Och du Kacke. Kacke. Hohi, hohi, hohi. Don Corneo? Die ist so echt nah an Don Corleone dran ist. Hohi! Ich habe endlich ein neues Mädchen. Zwei, um genau zu sein. Hoi, hoi. Ich mag seine Lache. Zwei? Och Gott. Hey, lass mich los. Wieso das wirst du noch bereuen. Eigentlich hat er ja drei. Ach, da oben. Ich hab's jetzt gar nicht gesehen. Hoi, hoi, hoi. Da war ein Hihi zu viel. Shit. Kistors. Blitzwind erhalten. Blitzwind ist, glaube ich, eine Weapon. Elixier erhalten. Gucken wir doch mal. Barrett, weil ich finde ihn einfach cool. Es gibt, glaube ich, keinen Grund dafür, dass... Ja, der ist likable halt, Barrett. Der hat so manchmal auch ein bisschen doof. Seine Muskeln hat er halt und sein Schießen, aber er ist halt ein ganz gutmütiger. Dafür, dass er manchmal so einen harten Spruch rausschmeißt. Ach, dafür ist der Raum auch da. Er ist so dieser Knuddelbär, weißt du? Ja. Da ist er! Es ist Corneo! Lass ihn nicht entkommen! Oh, jetzt steht er, glaube ich, in... Angriff! Jetzt steht er, glaube ich, ziemlich doof in der Mitte rum. Oh, jetzt stoßen die auf uns, oder wie? Als ob die sich nicht einfach rumdrehen könnten und den Typ lieber fangen. Das wäre, glaube ich, wesentlich cooler von denen. Haben wir überhaupt Substanzen? Nee, haben wir nicht. Na, super. Bist du nicht substanziert? Wieso hast du das... Warte, wieso hast du keine Substanzen ausgerüstet? Juffi hat sie geklaut? Aha. Mensch, schon 12 Mal an der Stelle gewesen und jedes Mal wieder überrascht. Ah. Mann, Alter, du. Also schon lange her, wo ich das letzte Mal Final Fantasy VII gespielt habe, ist bestimmt schon vier Jahre jetzt. Vier Jahre? Ja! Also ich habe das letzte Mal gespielt, gerade eben. Jetzt vorhin, ne? Ja.
Ich habe gerade die Aufnahme beendet. Könnt ihr jetzt auch mal wieder auf den Aufnahmeknopf draufdrücken, aber nee, lass mal. Lass mal du. Was hat denn der überhaupt jetzt für ein Schwert da? Hier. Sid. Habe ich den scheinbar ganz frisch ausgerüstet. Ah ja, stimmt, das haben wir in der letzten Folge ausgerüstet. Gibt's ja gar nicht. Doch, bei Roller. Doch, bei Roller. Kennt man die Werbung überhaupt bei euch? Natürlich. Ich war mir das letzte Mal nicht so ganz sicher, ob es bei euch sowas auch gibt. Alter, wir sind in Deutschland auch noch. Bayern ist zwar ein bisschen strange, aber... Nee, ich war mir nicht sicher, ob es wirklich überall so gibt. Wir wissen auch, was Lidl ist. Also. Ja, das ist mir bewusst. Lidl, Aldi. Nur komm uns nicht mit Internet, den Scheiß braucht keiner. So, wo ist sie denn jetzt hin? Ich hoffe, sie ist nicht zu weit weg. Verdun. Wenn ich an irgendwas vorbeilaufe, sag mir Bescheid. Oh, guck mal, oh, ich will hinterher. Lass bist da nichts vorbeigelaufen? Ich geh nochmal rein. Warum machst du das? Weil du gesagt hast, ich bin da nichts vorbeigelaufen. Du bist ich bin an nichts vorbeigelaufen. Ich bin garantiert an was vorbeigelaufen, wenn du das so sagst. Nein. Das so komisch betont. Ich vertrau dir nicht. Drexack. Elena. Nein, Elena, nicht Drexack. Dieser Corneo hat jede Menge Geschick im Flüchten. Elena. Lass uns gehen, Root. Wir zeigen denen, wozu Turks in der Lage sind. Hört sich nicht schlecht an. Wenn er Elena in der Hand hat, dann wird's schwierig. Und... Stuhl. Okay, Corneo hat auch Yuffie entführt. Und ohne sie haben wir keine Chance, unsere Substanz zurückzubekommen. Versteh mich nicht falsch. Ich habe nicht vor, euch beizutreten. Lassen wir uns doch einfach gegenseitig in Ruhe, das ist alles. Dasselbe gilt für uns. Wir haben keine Lust, uns mit den Turks gut zu stellen. Also, in welche Richtung ist Corneo abgehauen? Das ist ja eine tolle Einstellung. Hier ist ein Tipp. Es ist der Ort, der am meisten auffällt. Und ich glaube... Ich weiß, welcher Ort das ist. Aber den Ort gehen wir erst in der nächsten Folge von Final Fantasy 7 natürlich. Nicht vergessen, wir spielen immer noch Final Fantasy 7. Und falls es dich jetzt beglückt, Herr Core LPN100, warte mal, ich ordne mal gerade. Wir haben, guck dir die Hydrank-Anzahl an. So ist das richtig. So ist das ganz richtig. Siehste das mal. Ist schön. Das hast du richtig gut gemacht. Ich danke dir. Na, ja. Man muss ja auch mal loben, ne? Da war ich von 100.000 Gil, was auch immer, auf 50.000 runter. Ey, das hat mich so viel Geld gekostet. Aber wie gesagt, wir suchen Yuffie und Corneo und Elena im nächsten Part von Final Fantasy 7. Ich sage tschüss und bis morgen und tschüss auch dem Coral. Und tschüss.